Und ich blicke ja jetzt schon über 50 Jahre zurück auf Wiesngeschichte. Natürlich jetzt, damit die Bayern feiert, ist das Wiesn hoch 2 für mich. Wiesn. Das ist ja super. Bei uns ist nämlich für Wiesengaudi TV Edmund Stoiber. Herzlich willkommen, wie geht's Ihnen? Ja, danke. Ja, sehr gut. Wenn man natürlich jetzt mit die Bayern feiert, dann ist das Wiesn hoch 2 für mich. Aber insgesamt ist die Wiesn natürlich wieder ein Riesenerfolg. Und haben Sie jetzt mit den Bayern gefeiert? Mit den Bayern, ja. Der Edmund Stoiber feiert mit den Bayern. Wie haben Sie denn das geschafft? Nicht einmal wir kommen da rein. Ja, ich bin ja Aufsichtsrat des FC Bayern. Das darf man natürlich nicht vergessen. Irgendeinen Vorteil muss das haben, oder? Richtig. Nee, aber was mir insgesamt auffällig war, dreimal auf der Wiesn. Die Wiesn ist, und ich blicke ja jetzt schon über 50 Jahre zurück auf Wiesngeschichte, sie ist unheimlich jugendlich geworden. Ja. Und die Bierzelte sind ja eigentlich so ab 9 größere Diskos. Also ist da, gerade da oben, da geht es richtig ab. Waren Sie mal abends drin? Ja, zweimal. Ich meine, im Hofbräuhaus, und da ist ja ein sehr internationales Publikum, und im Hippodrom. Mhm. Aber eigentlich spielt da gar keine Blasmusik mehr. Aber nee, das ist natürlich die alte Wiesn, gell? Aber finden Sie das schade oder mögen Sie auch Modelle? Nein, es ist ja immer Entwicklung. Alles hat seine Zeit, und ich finde, dass die Wiesn dadurch halt ein großer Renner für die jungen Leute geworden sind. Also die Wiesn ist jugendlich. Total, Sie ja auch nach wie vor. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Dankeschön. Auf Wiedersehen.